Hey Friends, wir sind offensichtlich im falschen Stockwerk. Ich glaube, wir sind noch im falschen Stockwerk. Gehen wir jetzt nochmal in die neuen. Das heißt natürlich, wenn ich sie finde. So, jetzt sind die neuen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir haben auch keine grünen Lichter mehr hier. Also, das hat was damit zu tun. Das ist quasi der Hinweis, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Hier ist die 9. Okay, jetzt sind wir wieder richtig. Jetzt müssen wir eigentlich in die 7. Ja, habt ihr gesehen? V und zwei Striche. 7. Das 12. Vorne links. Okay. Jetzt steht eigentlich auf dem Plan hier 8. Die 8. So, schau her. Okay, rin, rum, ran. Minus 3, ja. Rätsel gelöst. Even death fails to grant an escape for some. So, jetzt gucken wir noch mal auf die Tafel hier. Guck mal, jetzt ist der Hinweis auf einer anderen Stelle. Perfekt.
Oh. Sieht doch ein bisschen anders aus jetzt, ne? Zwei? Fuck off. Scheiße. Gott, bleibt er echt an der, genau an der Kante hier stehen? Da ist die letzte Notiz. 17. 13. Nee. 17, 13. 14. The detective was eager to make it big on the tragedies that took place in Blackstone. He was a hair's breadth away from piecing all the threads together, but something kept slipping away from him. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret in my family, something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even I don't? 17, 13... 14. Wow, Leute, wir machen Progress. War heavy. 13, ja? Oh, eine Karte und nicht die Notiz. Wo ist die 13, Digga? Da unten. Keine Ahnung, wo ich langlaufen kann und wo nicht, ne? 13, Digga. Aber sowas schon. Schon durch hier. Die nächste Möglichkeit links.
Finde einen Weg, die Mine zu verlassen, okay? Okay, wir haben es geschafft. Das Minenrätsel ist durch. Weiß zwar nicht, warum wir... Müssen wahrscheinlich von hier einen Minenwagen holen und den da unten durchfahren lassen. Ach, wir müssen ziehen, das ist natürlich uncool. Soll ich mich reinsetzen? Ich weiß es nicht. I can't say it. Boom! Na, wenn das nicht irgendwelche Arschlöcher angelockt hat, ich weiß auch nicht. Autschi? Mehr Rätsel? Was ist das denn da? Haben wir einen Toter? Siege Gilman, what the? I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet. Oh, shit off. Piss off. Okay, ich bin wieder da. Soundeffekte sind gut. Oh shit! Ich wusste nicht, dass das Spiel sowas kann. Okay, vorwärts. Okay, aber move! Es war die andere Taste! Ja! Oh.
Das wollte ich gar nicht mit reinschneiden. Ich habe bloß die Taste gedrückt, damit die Aufnahme weitergeht. Und das hat mich jetzt das Leben gekostet. Kannst du euch leider nicht ersparen, sonst sterbe ich. Also nochmal. Jetzt aber. Bro, wie soll man denn den Typen besiegen, Alter? Der ist einfach mal ein Übergeist und keine Ahnung, aus Eis. Icy Chills, Bro. Geh hinter den Metallplatten in Deckung, um dich vor dem Eis zu schützen. Mann, ich schieb's auf die Steuerung. Okay. Is his weakness. If I can hit him there, all be over. Okay. Goddammit. Ich hab hier gar nichts mehr. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Kein Schimmer, was hier abgeht. Kaltblütiger Bastard. Let's go. Where am I? Oh, fuck. This is the bottom of some fucking well. How do I get out?
Oh, fuck, Leute. Ich bin ein Genie, Tal. Unglaublich, dieser Mann. Bosshaft. Fuck, the plank is gonna break. To Emma as soon as possible. So, wir haben ja keine Karte. Also das Spiel ist ja eigentlich ganz cool von der Idee her und so. Typische Survival-Game zum Wegrennen, Horror-Elemente. Aber so, es, hier zum Beispiel bei diesen Szenen, da fehlt einfach irgendwie noch ein Gegner, vor dem man wegrennen muss oder so. Oder eine noch dichtere Atmosphäre. Das ist okay, aber... Emma's alone at home. I must get back to her as fast as I can. Denken wir an Blair Witch, ja, da kann man nicht so rumrennen. Taschenlampe. Hillside Inn, Shore. I've left my wife alone and there's a maniac on the prowl. I just hope she's all right. Genau, wir sollen ja eigentlich erstmal nach Emma gucken. Nicht irgendwo so ein komisches Ding bei gehabt? Ach da. Emma! Where is she? Aber die Musikeffekte sind sehr geil. Emma! Emma. He's been here again.
this time? What happened to you? Why do you look like this? I slipped and fell into a stream. I'm all right. He's come back. You hear me? He keeps harassing us. The phone doesn't work. Maybe he cut the wires or... The important thing is he didn't do anything to you. But he could have. Look what I found. I'm sorry. I shouldn't have left you alone. Did you meet the sheriff? No. No, I must have missed him. I found the telegrams, though. And believe it or not, the diary I told you about? Diary? Nicholas's diary. It'll help me decode them. I just need to find the remaining pages and then... You're doing it again! Someone wants to kill us, and all you're worried about is work? Why don't you think about me? About our child? I do think, all the time. Then do something to keep us safe, and do it fast. It'll be over soon, I promise. Emma's on edge. She needs to calm down. I better check what the sheriff was up to. Luckily, I've got his car keys. Schön eine Tüte voll Kondome bei ihr habt. Alte Saudi. August 28. Okay. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Lenin. Where did he get that from? An uncle from the KGB? Open! What's this? What's this? In the late 19th century, the Hyde family, in order to avoid further association with the accusations against Jacob Hyde, legally changed their name to Stevenson. What? What the fuck? Am I supposed to believe that my family and the Hydes are... one and the same? That's fucking absurd. Someone would have told me if we had such stories in our family history, wouldn't they? Unless it's bullshit. Bullshit invented by the sheriff. He wanted to set me up, mess with my head. Was he even a real sheriff? Fuck, I seriously can't put my finger on this. Schau dir die Akten an. Ah. Kamin und irgendeine Statue. Another secret. A hidden room in our house. I have to check it out. That fucker could have even been there when we moved in. Too bad I didn't know about it before. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichts offenbart. Oh. AD. Freunde, in der nächsten Folge werden wir uns natürlich die Statue reinziehen, wo die sich verbirgt. Was ist das eigentlich? Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben
den Typen da fertig gemacht und war doch schon mal recht erfolgreich. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.